Hallo Leute, ich bin Legend Killer und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr den Titel sicherlich schon entnehmen konntet, möchte ich euch heute mal ein paar Wallbang-Spots auf Mirage zeigen. Der erste Wallbang-Spot ist, wenn jetzt den Gegner hier in der Ecke am Planten ist und ihr seid jetzt hier hinten gefangen, weil da zum Beispiel irgendwo eine Ave ist oder da oben jemand auf Palace oder ihr habt einfach Angst, hier rauszusteppen, um den da hinten zu killen, könnt ihr hier hinten in die Ecke gehen und jetzt müsst ihr einfach hier auf diese ungefähr auf Kopfhöhe halt, also wie man normal aimen würde, wenn man hier so drüber aimt, halt ganz normal einfach hier in die Ecke. Und jetzt sieht man hier ein bisschen rein, hier sieht man halt so einen senkrechten Strich. Das ist halt immer die Sache, wie gut man das auf YouTube und in der Aufnahme alles sehen kann. Aber wenn ihr in-game seid, werdet ihr hier so einen senkrechten Strich sehen. Und hier sieht man halt hier sowas, einen etwas dunkleren Spot. Moment, oh scheiße. Hier ist ja der Strich, aber sieht man den vielleicht besser. Dann hier und hier sind so dunklere Spots. Und ungefähr auf die müsst ihr aimen. Und dazwischen einfach dann immer ein bisschen die Wallbang so ein bisschen reinsprayen. Und dann habt ihr den Gegner irgendwann gekillt. Ihr seht, ungefähr auf Kopfhöhe ist das Ganze. Und ich zeige euch das am besten nochmal, hier in die Ecke und dann hier auf diese zwei schwarzen Punkte und dann guckt man genau hier in den Kopf rein, wenn man hier halt gebückt ist. Und das Ganze geht natürlich auch andersrum, könnt ihr auch in die andere Richtung bangen. Und ja, das war der erste Spot, gehen wir weiter zum zweiten. So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang. Und zwar, wenn ihr hier zwischen diesen Kisten steht und da oben zum Beispiel Palace up-aimt und euer Ave-Spieler hinten sagt an, da kommen welche Ramp hoch, könnt ihr hier versuchen, diese Wand ungefähr euch so vorzustellen, dass das eine gerade Linie ist. So. Ungefähr. Dann dreht ihr euch um und dann müsst ihr euch hinknien und dann könnt ihr, wenn ihr da durchämt, seht ihr den Namen vom Bot. Habt ihr gerade gesehen. Und dann könnt ihr da einfach durchspannen und könnt den Typen killen. Und wenn ihr dann hier weiter steht, dann könnt ihr nämlich, seht ihr hier, so eine kleine Öffnung. Da kann man zwar nicht durchschießen, aber ihr seht, sobald ein Typ da vorbeiläuft, das heißt, ihr könnt euer Crosshair euch hier hinstellen, euer Crosshair so platzieren und ihr seht, da kommt einer vorbei und dann könnt ihr schon mal pre-aim und die Tulpen, die da kommen, wegholen. Das war's mit dem Spot, gehen wir weiter zum nächsten. So, der Wallbang von gerade eben geht natürlich auch in beiden Richtungen. Das heißt, wenn ihr hier die Rampe hochkommt, könnt ihr versuchen, ungefähr hier so durchzuzielen und dann einfach da durchzubangen. Also, wie gesagt, einfach versuchen, durch diese Lücke hier zwischen den beiden Kisten oder zwischen diesen Stangen hier durch zu aimen und dann den Typen hoffentlich zu killen, der dahinter steht, bevor er es schafft, euch zu killen. Das war's aber auch mit dem Spot. So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot und zwar, wenn der Gegner diesmal hier unten steht, um euch da abzufarmen, während ihr da alle rausgelaufen kommt, könnt ihr, gleiche Position wie gerade eben, euch hier in diese Ecke stellen und dann hier unten diese erste Lücke, müsst ihr halt ein bisschen weiter zielen und dann ungefähr hier auf diesem Dings auch eventuell einen Schritt nach 1, 2 nach rechts machen und dann ungefähr da durch aimen und dann sollte der Typ, der dahinter steht, eigentlich auch kaum noch Leben haben, also wie gesagt, hier auf dieser Höhe am besten so ein paar Schritte nach rechts gehen. Vielleicht, dass ihr hier gerade dieses Stück von diesem Weißen sehen könnt. Und dann einfach da ein bisschen durchaimen. Oder durchschießen, nicht durchaimen. Und ja, das war's mit dem Wallbang. Das war's mit dem Wallbang-Spot. Gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot. Und zwar, wenn ihr hier A-Split spielt, einer von hier unten oder ein paar von hier unten, ein paar von da oben und ein Typ campt sich hier unten in die Ecke, damit der hört, aha, ihr kommt, damit der euch hier abaimen kann, können hier oben der Palace-Spieler einfach hier raus jumpen, sodass der Sniper sich eigentlich killt und dann einfach hier unten ungefähr 1, 2, 3, der dritte dunkle Spot da ein bisschen drüber und dann einfach ein bisschen da durch pre-aim und dann könnt ihr den Bot killen, der da hinten in der Ecke steht. Hier nochmal gezeigt. Also einfach ungefähr hier diese, sind ja diese dunklen Flecken, 1, 2, 3 und davon ein bisschen höher oder zwischen den dritten und dem vierten. Einfach hier so zwischen aim und der Typ, der unten steht, sollte nicht mehr leben oder nur noch ziemlich low sein. Dann kann man ja noch Granaten hinterher werfen. Auf jeden Fall, das war's mit dem Wallbang-Spot. Gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Spot. Und zwar springen die Ts, wenn sie hier mal rauskommen, gerne mal hier oben in diese Ecke rein. Und wenn ihr jetzt hier unter Holz steht oder unter Leiter, je nachdem wie ihr es nennt, könnt ihr hier hinten in die Ecke gehen. Und dann zählt ihr hier rüber und jetzt sieht man hier ja diese komische Schrift, was da eingraviert ist. Und ihr müsst hier oben auf diesen Punkt da zählen. Heißt hier in die Ecke, hier wo diese Schrift ist, hochgehen, bis da dieser Fleck ist und dann einfach da durchsprayen. Und ihr werdet den Typen, der da oben ist, killen. Und ja, das war der Spot. Gehen wir weiter zum nächsten.
So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot. Nachdem wir euch ja gerade den hier gezeigt haben, das Ganze geht auch theoretisch etwas in die andere Richtung. Und zwar, wenn da einer Jungle steht, dann könnt ihr, wenn ihr hier oben Palace seid, euch hier in diese Ecke stellen. Das ist einfach hier diese Ecke, die erste Ecke, wenn man hier reinkommt. Beziehungsweise ihr kommt ja hier, ist das die letzte Ecke, wo ihr euch hinstellen könnt. Und dann müsst ihr ungefähr hier, ja, ungefähr mittig halt, ist halt schwer zu erklären, irgendwo so in die Richtung aim. Ihr habt halt keinen Anhaltspunkt, ob ihr den Gegner auch getroffen habt oder nicht. Und wir gucken einfach mal, wo die Schüsse landen. Wir haben ihn jetzt hier am Bein getroffen. Das heißt, einfach hier so mittig hinstellen. Wir gehen gucken, unter dieser Pflanze drunter, bringt das was? Wie treffe ich den jetzt? Okay, es ist zu hoch. Das heißt, unter der Pflanze mal zu hoch, ein bisschen tiefer müsste hier sein. Oh, okay. Also ungefähr so. Auch nicht. Noch tiefer? Hä? Warum sagt der nicht, ich habe einen Teamkameraden angegriffen? Ah, okay. Ihr seht, ist einfach so eine Sache, wie man gerade trifft, wie man gerade steht, wie der Gegner natürlich auch wieder hinten steht. Aber einfach. Oh, direkt zwei in a row. Auf jeden Fall, das war's auch mit dem Wallbang-Spot und wir gehen weiter zum nächsten. Kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot. Und zwar, wenn ihr wisst, dass ein Sniper hier hinten in der Ecke ist, dann könnt ihr, also wenn ihr zum Beispiel ein Teammate über Underground gegangen ist und da irgendwie einen Molotow reingeworfen hat, oder ihr seid hier als Sniper, versucht das Sniper-Duell, trifft ihn beim ersten Mal nicht und der springt darüber, könnt ihr hier von diesem B-Schild diese Metallplatte hier in einer Linie mit diesem weiß, mit der weißen Wand bringen. So, dass das ungefähr so in einer Linie ist. Und jetzt müsst ihr nur noch diesem Pfeil folgen, hier irgendwo aus weiß, und da könnt ihr dann hinschießen. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt den Teamkameraden getroffen. Es kommt halt immer sehr stark drauf an, wo der Typ hier ungefähr steht. Es kann sein, dass ihr auch mal ein bisschen weiter nach links oder rechts schießen könnt. Ich habe ihn ja getroffen, wie gesagt, könnt ihr auch hier den Pfeil nach, ein bisschen höher. Keinen Teamkameraden angreifen. Und das gleiche könnt ihr auch von der Seite machen, indem ihr einfach da hinten dieses Stück von der Wand und hier das Stück, dass ihr das so eng wie möglich macht und dann einfach da mittig draufballert. Und ihr habt gesehen, ich habe den Gegner auch perfekt getroffen. Das ist, wie gesagt, ziemlich situationsabhängig, wenn sobald der Gegner nur ein kleines bisschen weiter hier steht. Leute, ich kann den Bots wegschieben. Nice. Auf jeden Fall, sobald der Gegner halt ein bisschen weiter hier steht, könnt ihr den nicht mehr treffen, beziehungsweise ihr müsst dann irgendwie versuchen, hier anders durchzubangen. Der Bot steht ja jetzt ziemlich weit am Fenster, deswegen habe ich den jetzt nicht getroffen. Aber ich hoffe mal, ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ja, gehen wir weiter zum nächsten. So, seid ihr jetzt hier auf Catwalk auf B, beziehungsweise haltet hier schön B kurz. Könnt ihr, wenn ihr hört, dass da welche über die Küche kommen wollen, könnt ihr euch hier links neben diesen Elektrokasten hinstellen. Ihr könnt hier, glaube ich, gar nicht zacken, ihr könnt hier einfach immer durchlaufen. Aber ihr müsst euch ungefähr hier zwischen Wand und Elektro, gehe mal davon aus, dass es ein Elektro- oder Gaskasten, was weiß ich, ist, einfach hier so mittig zwischenstellen. Dann hier über diese Tür aim, und hier ist ja so ein kleiner schwarzer Punkt, da könnt ihr ungefähr als Anhaltspunkt nehmen und einfach mal so ein bisschen durchballern, ein bisschen nach links, ein bisschen rechts ballern, und dann könnt ihr die Typen, die oben da in der Küche sind, abballern. Der Bot steht jetzt, okay, er stand weiter rechts, aber ihr seht ja, wenn er einer durchlaufen sollte, könnt ihr dann einfach ein bisschen da durchbangen. Ihr müsst halt gucken, es gibt da so ein paar Küchengeräte wie diese Mikrowelle, die einfach diese Schüsse aushalten, da kann man nicht durchschießen. Und ja, das war so der nächste, Alter, ich drücke die falschen Tasten. Das war mal der nächste Wallbang-Spot und wo steht denn der Scheiß-Bot? Na, getroffen. So, seid ihr jetzt hier der Kurzsäcker oder der B-Supporter, was auch immer, und habt jetzt gerade zufällig keine Awe dabei und könnt da durchbangen, könnt ihr euch hier hinstellen, irgendwo hier so vor, dass ihr dieses Fenster da oder dieses Holzfenster seht, und dann könnt ihr hier unten einfach irgendwo unten, aber ihr könnt auch gucken, dass ihr die Wand irgendwie so als Zielpunkt nimmt, dass sie ungefähr in einer Linie mit dem Fenster ist, dann könnt ihr einfach hier unten hinsprayen die ganze Zeit, denn dann schießt ihr genau hier durch, wenn die Typen halt da durchlaufen, und ihr macht den Leuten halt Schaden. Ich habe jetzt keine gute Waffe dafür, aber könnt ihr einfach mal
gucken, dass so in einer Linie und dann einfach so ein bisschen Spam. Und dann habt ihr die Leute, die da vorbeikommen, gekillt. Ist jetzt M4, würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Habt ihr nicht so viel Munition. Aber ihr wisst hoffentlich, wie es gemeint ist. Und das war's mit dem Spot. So, bevor wir jetzt zum nächsten Wallbang-Spot kommen, wollte ich euch nur kurz sagen, ich nehme die Videos ja mal über verschiedene Tage auf, da ich mal nicht so viel Zeit habe. Und da ist mir aufgefallen, dass die Audioqualität bei den ersten paar nicht so gut war. Und ich hoffe mal, sie ist jetzt besser. Zumindest in diesen Probeaufnahmen, die ich gemacht habe, war die Qualität jetzt okay. Ich hoffe mal, ich übersteuere nicht zu stark. Und ja, ich möchte euch mal Wallbang zeigen, wenn ein Typ immer da am Auto steht, wie ihr den da mal wegholen könnt. Dafür geht ihr hier einfach hinten in die Ecke, aimt hier auf diesem, ja, was sind das, Scharnieren oder so von dem Fenster ein bisschen nach links. Und also einfach hier in die Ecke, auf diese Scharnieren etwa nach links, einfach ein bisschen durch die Wand und der Typ am Auto ist weg. Und das war's mit dem scheiße Wallbang-Spot. Gehen wir weiter zum nächsten. So kommen wir zum nächsten Wallbang-Spot, auch wenn der wieder so ein bisschen tricky ist. Und zwar, wenn ihr hier auf B seid und euer Teammate, der hier irgendwie Mitte steht, kann ansagen, dass da hinten einer auf kurz ist und den abaimt, könnt ihr, falls ihr hier eine AWP habt, euch ungefähr hier gegenüber von diesem Brett stellen, dann hinknien und jetzt ist halt die Sache, es ist ziemlich dunkel hier. Auf jeden Fall gibt es hier halt, mach V-Clip an, gibt es hier eine Laterne. Ihr müsst gucken, dass euer Crosshair ungefähr, also dieser Strich von der, ich wollte gerade auf meinem Bildschirm zeigen, I'm a genius, dass der Strich ungefähr hier unterhalb der Lampe ist und ihr müsst dann möglichst weit rechts zielen. Also hier geradeaus auf diesem Balken ungefähr, euch hinknien und dann hier irgendwo möglichst weit rechts, aber dass dieser Strich von der AWE noch unterhalb dieser Lampe ist, ungefähr hier irgendwo hin aimen und ich habe meinen Teamkameraden getroffen, ihr seht, das wäre perfekter Headshot gewesen. Das war's mit dem Wallbang-Spot, gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot. Und zwar, wenn ihr jetzt der Mittelspieler seid und euer Teammates sagen, ah na, die rushen auf B und die haben es schon geschafft, auf den Spot zu kommen, könnt ihr hier unten, gibt es überhaupt hier so wirklich einen Anhaltspunkt, einfach am besten hier, wo diese Dose ist, ein weiter nach links gehen und dann auf diese Fliese drauf, aim, hochspringen, wieder ungefähr auf diese Fliese aim und dann müsst ihr, nämlich ganz oben drauf, ungefähr aber noch euer Crosshair gleich beibehalten, euch dann umdrehen und dann könnt ihr hier auf diese Wand zielen, ich weiß nicht, ob wie gut man das halt sieht, und dann könnt ihr da durchbangen, so also hier ein Stück weiter von ungefähr hier, wo dieser Punkt auf diesem Lüftungsschacht ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, der ist so ein schwarzer Punkt, ein bisschen darunter, und dann wendet ihr den Typen, der, okay, der Typ steht jetzt, aber ihr seht ja, wenn der knien würde, wäre das genau. Machen wir einfach mal Bot Crouch 1. So, geht natürlich nicht. 0, dann 1. So, jetzt kniet der Typ. Und ich zeige euch das Ganze einfach nochmal. Also, ihr kommt von der Mitte hier rum. Stellt euch vor dieses Regal. Seht hier diese Dose. Aimt ein Stück weiter nach links davon. Also auf diese Fliese, hier auf diesen Strich. Jumpt auf das erste drauf. Wieder drauf aim. Jump, Crouch Jump. Ungefähr Crosshair beibehalten. Auf diese Wand gucken. Euch umdrehen. Sniper rausholen. Doppelt zoomen am besten, dann gucken, aha, da ist dieser schwarze Strich, ein bisschen weiter unten. Und der Teammate hätte fast einen perfekten Headshot sitzen. Das war's dann auch mit dem Wallbang-Spot. Wir gehen wieder weiter zum nächsten. So, deckt ihr kurz ab hier als CT, beziehungsweise Catwalk oder hier Mitte von dieser Position. Und eure Teammates sagen irgendwie an, zum Beispiel A ist frei oder euer Teammate sagt, der hat Steps B, ihr hört selbst Steps da oben in B. Könnt ihr, wenn ihr hier halt seid, euch genau vor diese Wand stellen, wo die Wand zwischen, ja, was ist das hier, weiß und blau ist, einfach hier gegenstellen, dann auf diese Wand aimen und hier ist, ja, habe ich jetzt schon einmal reingeschossen, normalerweise so ein bisschen rot sieht man ja hier und hier ist das halt an der Wand rot und da könnt ihr einfach durchbangen und dann werdet ihr hier den Typen töten. Denn hier ist eine Position oder ein Fixpunkt, um eine Smoke darüber zu schmeißen. Deswegen kann es ziemlich oft vorkommen, wenn das hier eintrifft. Also wie gesagt, ihr müsst hier einfach, wenn ihr hier irgendwo deckt, wie auch immer, hier vor die Wand ungefähr stellen, irgendwo hier vor. Und dann guckt ihr hier, wo das Rote ist. Und dann ist hier was Rotes an der Wand. Und dann einfach da durchbangen. Das war's mit dem. Gehen wir weiter zum nächsten. Zum nächsten Bankspot, und zwar, wenn ihr jetzt hier Mitte am Decken seid und euer Team sagt irgendwie an, dass sie auf A kommen, habt ihr höchste oder habt ihr eine Wahrscheinlichkeit, dass da oben irgendwie ein Sniper steht, ist das halt ziemlich hoch.
Von daher würde ich euch nicht empfehlen, hier aus Window bzw. aus Jungle einfach raus zu aimen. Und zwar stattdessen könnt ihr hier hinten rausgehen. Das Teil wird so wahrscheinlich sowieso aufgeschossen sein, wenn ihr Mitte deckt. Und euch hier neben diesen Elektrokasten hinstellt. Einfach hier so ein bisschen ungefähr stuckt. Und jetzt könnt man da hinten aimen. Und ihr aimt ungefähr so. Man sieht ja hier diesen Schatten von, ich glaube, das sind diese zwei Bretter und diese Querbalken hier davon. Und zwar müsst ihr hier ungefähr, wo diese zwei weißen Punkte sind, so ein kleines bisschen in der Mitte, ungefähr so ein bisschen drunter zielen. Auf diese Höhe ungefähr. Es kommt halt sehr stark drauf an, wie der Typ hier im Pelle steht, weil die können, es gibt ja manche Leute, die stehen halt weiter hier hinten und aimen da durch. Dann gibt es halt Leute, die stehen hier irgendwie vorne und aimen dahin. Beziehungsweise aimen hier so oder dahin. Es kommt halt ziemlich stark auf die Situation an, wie der Typ da steht, aber ihr könnt auf jeden Fall, könnt es versuchen, indem ihr euch hier in die Ecke stellt und dann hier ungefähr diese weißen Punkte ein bisschen tiefer irgendwie hinschießt. Bisschen weiter nach rechts. Und das war der Headshot. Der erste war wohl ein bisschen zu weit nach rechts. Und so könnt ihr immer versuchen, einfach ein, zwei Mal oder ein paar Mal, ihr habt ja genug Schuss, ein paar Mal einfach dahin bangen. Und ja, mit etwas Glück, so wie ich gerade, könnt ihr den Gegner dann treffen. Und ich hoffe mal, ihr könnt so ein, zwei Leute holen. Bis zum nächsten Tipp. Kommen wir nun zum nächsten Wallbang-Spot. Und zwar, wenn ihr wisst, dass ein Sniper hier hinten in der Ecke ist, dann könnt ihr, also wenn ihr zum Beispiel ein Teammate über Underground gegangen ist und da irgendwie einen Molotow reingeworfen hat, oder ihr seid hier als Sniper, versucht das Sniper-Duell, trifft ihn beim ersten Mal nicht und der springt darüber, könnt ihr hier von diesem B-Schild diese Metallplatte hier in einer Linie mit diesem weiß, mit der weißen Wand bringen, so dass das ungefähr so in einer Linie ist. Und jetzt müsst ihr nur noch diesem Pfeil folgen hier irgendwo aus weiß und da könnt ihr dann hinschießen. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt den Teamkameraden getroffen. Es kommt halt immer sehr stark drauf an, wo der Typ hier ungefähr steht. Es kann sein, dass ihr auch mal ein bisschen weiter nach links oder rechts schießen könnt. Ich habe ihn ja getroffen, wie gesagt, könnt ihr auch hier den Pfeil nach, ein bisschen höher. Keinen Teamkameraden angreifen. Und das gleiche könnt ihr auch von der Seite machen, indem ihr einfach da hinten dieses Stück von der Wand und hier das Stück, dass ihr das so eng wie möglich macht und dann einfach da mittig draufballert. Und ihr habt gesehen, ich habe den Gegner auch perfekt getroffen. Das ist, wie gesagt, ziemlich situationsabhängig, wenn sobald der Gegner nur ein kleines bisschen weiter hier steht. Leute, ich kann den Bots wegschieben. Nice. Auf jeden Fall, sobald der Gegner halt ein bisschen weiter hier steht, könnt ihr den nicht mehr treffen, beziehungsweise ihr müsst dann irgendwie versuchen, hier anders durchzubangen. Der Bot steht ja jetzt ziemlich weit am Fenster, deswegen habe ich ihn jetzt nicht getroffen. Aber ich hoffe mal, ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ja. Gehen wir weiter zum nächsten. Und kommen wir nun zu einem nächsten Wallbang-Spot. Und zwar, wenn da Gegner im Fenster drin sind, auf der linken oder rechten Seite, könnt ihr, es gibt jetzt halt mehrere Möglichkeiten, ihr könnt ihr erstmal hier an diese Wand gehen und dann seht ihr ja, diese eine Bodenplatte ist ein bisschen länger als die andere. Wenn ihr jetzt hier an diesem linken Rand von der Bodenplatte geht, müsst ihr die Platten halt da drüber nehmen, wo dieser Strich ist, versuchen ungefähr mittig auf dem Strich zu aimen, zurück an die Wand zu gehen. Seht ihr hier diesen schwarzen Fleck auf dieser Kiste und da müsst ihr ungefähr versuchen durchzuspammen. Und ja, so habt ihr dann den Gegner auf der linken Seite gekillt. Und wenn ihr jetzt das gleiche nochmal macht, müsst ihr hier auf diese Kiste ungefähr, ist hier so ein, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, hier so ein kleiner schwarzer Strich. Ihr müsst halt relativ weit oben davon zielen. Habt dann noch keinen guten Anhaltspunkt so wirklich gefunden. Also hiervon und dann relativ weit oben. Einfach ein paar Mal so durchspammen. Und ihr seht, der Gegner wird getroffen. Oh, ich drücke mal die falschen Tasten. Der Gegner wurde hier ein paar Mal getroffen. Alternativ könnt ihr auch euch dann an diesen Strich hier hinstellen von der langen Platte. Dann aimt ihr hier auf diesen schwarzen Punkt, wo wir Wünschen geaimt haben. Und dann geht ihr weiter, bis ihr ungefähr auf diese Stange angekommen seid und könnt dann da halt durchspammen. Und trifft den Gegner dann auch auf der rechten Seite. Und die nächste Alternative ist, ihr geht hier an dieses Rad, aimt auf dieses Teil hier, bis ihr ungefähr stuckt. Und dann könnt ihr auch von dem Teil hier rechts rüberziehen, ungefähr hier mittig. Und dann dadurch spammen und dann trifft ihr den Typen auf der linken Seite vom Fenster. Also habe ich euch hier zwei Alternativen gezeigt, wie ihr den linken treffen könnt und zwei, wie ihr den rechten da hinten treffen könnt. Ich hoffe mal, das war hilfreich und wir gehen weiter zum nächsten.
Kommen wir nun zum nächsten Wallbang. So, wenn ihr hier B kurz haltet und ihr hört, da kommen Typen Apartments, dann könnt ihr erstmal den einen versuchen hier und versuchen hier halt durchzubangen, durch diese Wand durch. Oder ihr könnt halt euch hier neben diesen Elektrokasten stellen, also zwischen Elektro, Gas, was auch immer das hier für ein Kasten ist, und Wand hinstellen. Und dann hier könnt ihr über diese Tür aimen und, ja, keine Ahnung, einfach mal diesen Punkt als Anhaltspunkt nehmen und dann einfach mal so ein bisschen links und rechts durch diese Wand aimen. Und ja, seht ihr, da habe ich gerade meinen Teamkameraden getroffen. Denn wenn die Leute hier irgendwie stehen und versuchen halt diesen Wallbang zu machen, den ich euch vorhin gezeigt habe, dann könnt ihr die auch mal da durchbangen. Ihr müsst halt gucken, so, das ist halt der gute deutsche Marken-Mikrowelle, da könnt ihr nicht durchbangen, ist halt deutsche Qualität. Aber ansonsten könnt ihr hier halt durch diese Wand durchbangen und könnt ihr einfach mal ein bisschen durchschießen. Ihr seht ja, ich treffe die Gegner hier. Das heißt, wenn sie, ich weiß gar nicht, ob ihr die hier treffen könnt, wenn die hier vorbeilaufen. Ich glaube eher nur, wenn die hier versuchen, irgendeinen Wallbang zu machen. Oder wenn der Typ halt versucht, hier irgendwie zu safen, hier oben drauf. Platzieren wir einfach mal hier so ein Bot hin. Jetzt hänge ich natürlich fest, so. Und dann könnt ihr auch einfach mal gucken, aha, da wird der Bot irgendwo sein. Da ist mein Teamkamerad, also wird da irgendwo der Bot sein. Ich weiß halt nicht, ob man hier oben auch durch die Wand schießen kann. Ja, kann man. Und ja, ihr seht, ich habe ihn am Knie getroffen. Und ja, das war's mit dem Wallbang-Spot, auch wenn er ein bisschen lange erklärt war. Ich hoffe, ihr konntet den nachvollziehen. Bis zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Wallbang. Und zwar, wenn ihr hier B kurz seid und ihr hört Leute hier unten Underground rushen, ich habe jetzt einfach mal alle Bots da platziert, könnt ihr euch hier vor diesen Tür, aber ihr müsst euch dafür etwas beeilen, hier vor diesen Türrahmen ungefähr stellen, so dass euer Crosshair ungefähr auf dieser Kante von dem von der Stufe ist, wird nicht genau kommen, weil man nicht genug an die Wand aimen kann, damit das genau auf der Ecke ist. Aber wie auch immer, dann müsst ihr hier unten rechts auf diese Tür aimen und einfach nur da rein sprayen. Und ihr seht gerade, ich treffe ein paar Teamkameraden und ihr werdet ungefähr da hinten hinzielen. Das heißt, wenn die hier runtergewascht kommen, alle Mann, und hier um die Ecke gucken wollen, könnt ihr einfach, wie gesagt, da durchspammen. Und ja, einfach Dauerfeuer reinhalten. Deswegen am besten immer ein paar andere Positionen probieren. Und ihr seht, da ein paar Headshots bei gewesen. Das war's auf jeden Fall mit dem Wallbang-Spot und wir gehen weiter zum nächsten. So, das war's mit den Wallbangs. Zum Schluss einfach nochmal ein paar allgemeine Tipps für jeden. Die meisten kennen das wahrscheinlich. Diese Holzkisten sind spammable, also Holz allgemein ist halt einfach spammable. Das heißt, ihr könnt da schön durchschießen. Wenn ihr jetzt irgendwie von B rotiert, ihr seht, der Typ läuft da gerade durch und plantet hinter den Kisten, einfach mal nichts sagen, einfach mal ein bisschen bangen. Und der Typ kriegt zumindest etwas Schaden. Wenn eure Teammates den abgeballert haben, ist der vielleicht tot. Hier, diese Kisten, da ist kein Holz, das heißt, ihr könnt da nicht durchschießen. Die Teile müssten zwar eigentlich explodieren, aber ja, ist halt CS, die explodieren nicht. Hier ist auch Holz, da könnt ihr auch einfach in beide Richtungen durchschießen. Ja, einfach irgendwo hier hinstellen, einfach da rein sprayen. Und der Typ da oben ist auch tot. Dann in die Richtung, glaube ich, geht's auch. Also hier hinstellen. Hier hinstellen, irgendwo da durchspammen. Dann hier Connector ist natürlich auch Holz, einfach durchspammen. Das Window ist, glaube ich, seine ganz eigene Sache. Hier links diese Wand ist ja eine normale Wand. Könnt ihr einfach durchschießen. Hier unten könnt ihr, glaube ich, meines Wissens nur eine AK durchschießen oder mit einer AWP natürlich, aber ich glaube, die M4 hat da nicht genug Durchschlagskraft, um hier durchzuschießen. Zumindest nach dem aktuellsten Stand. Hier ist diese Metalltür, da könnt ihr nicht durchschießen. Ich glaube, mit einer AWP könntet ihr da durchschießen. Und ja, das war's eigentlich auch mit dem Video. Ich werde mal gucken, ob ich die ganzen Wallbang-Spots halt alle nummeriere. Dann wäre halt nett, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, welcher Wallbang-Spot euch am besten gefallen hat. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und schreibt mir auch noch am besten im Kommentar, welche Map ihr als nächstes sehen wollt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ciao.